Wir sind zurück! Hallo. Ich weiß nicht, was Peter gemacht hat, aber ich habe die Typen hier gekillt, dann war hier noch ein Item. Und jetzt kann ich nur noch hier rumgehen, da oben. Holy shit, erstmal, was ist das da? Was ist das da für ein Vieh? Oh, stimmt, den kennen wir noch gar nicht. Ey, der sieht mir so aus, als würde der jetzt gleich da rüberkommen. Ja, oder auch nicht. Das finden wir später raus. Genau. Wir gehen erstmal hier hoch und gucken, was hier oben ist. Das ist ja ein wunderschönes Geräusch auch. Na, wo sind denn die? Noch da drunter oder was? Okay, na gut, wir können ja nur hier rum weiter. Wenn du das sagst. Ich habe so leicht den Überblick verloren, muss ich gestehen. Ach so. Da kann man sich runterfallen lassen. Ja, und da nicht. Ein Wächter aus Bergenworth bewacht das Tor mit einem Passwort, dem heiligen Sprichwort der großen Kathedrale. Okay. Kennen wir natürlich mega krass gut. Nicht? Doch, das ist bestimmt hier, möge hier der Blutblade. Guck mal, hier ist noch eine Leiter. Wenn wir uns da hinten runterfallen lassen, wäre irgendwie blöd gewesen. Gut, dass du die Leiter gesehen hast. Ja, das war jetzt sehr lucky. Und da haben wir direkt 10 Silberkugeln bekommen. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Das heißt, hier geht's runter. Da, siehst du den? Ja, ja. Ja. Moment, das war gar keiner. Also, ich dachte, du meinst den Hund? Nee, den meinte ich gar nicht. Ich dachte, der hier wäre ein Gegner. Ach so, nee, ich dachte, du meinst den Hund. Ah, und das Tor will er jetzt nicht aufmachen, oder wie? Ja, Moment. Sind wir auf der anderen Seite schon gewesen? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Doch, auf der anderen Seite waren wir doch schon mit den zwei dicken Typen da. Hallo? What? Das war jetzt kein One-Hit. Ne, da sind noch Items auf der anderen Seite. Da waren wir noch nicht. Noch mehr Hebel. Die Hebel sind immer gut. Ganz viele Tore müssen wir aufmachen. Alter Vater. Ja. Oh Gott. Was, durch den durchgeschlagen? Knie nieder, Bauer. Okay, wir haben da noch einen Weg nach oben. Da noch eine Leiter. Hier ein Weg. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber da könnte ich mich auch vertun. Das ist das doch. Ich weiß, was du meinst. Das Tor, wo wir auch nicht rein konnten. Wo du meintest, das ist nicht das Wappentor. Genau. Das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Ach, gib mir noch mehr. Mehr. Genau, hier ist die Treppe nach oben, alles klar. Ja. Hier ist ein Shortcut auf jeden Fall schon mal. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt mal diese Leiter hoch. Und guck, was da oben ist. Wir könnten zwar Sachen übersehen haben, aber... Ja. Müssen wir später... Betäubender Nebel. Gucken wir doch mal, was das ist. Werfen für eine Nebelwolke, die die Lebensessenz eines Jägers betäubt und die Erneuerung der GP verhindert. Ist also ein PvP-Ding. Ja. Wird angeblich von den Blutjägern von Kanehurst verwendet. Das geheime Rezept wird von den Adligen, die im Schloss leben, streng bewacht. Ja.
Nein. Halte ich jetzt auch nicht unbedingt für die cleverste Idee aller Zeiten. Da stirbst du 100 pro. Was willst du denn da? Ja, richtig. Was würde man denn da überhaupt wollen? Ich hatte nur noch Half-Life. Gut, dass er dabei keinen Schritt nach vorne macht. Okay, hier ist schon mal jetzt cleared, mehr oder weniger. Außer man kann da wirklich runterspringen. Dann gehe ich jetzt mal hier rum. Da sind eine Menge Tote. Yep. Allerdings. Oh, 6 Blutfiolen. Oh, oh lol, das. Ist er draufgegangen? Nein, nee. Scheiße. Oh, das ist ein Dicker. Scheiße. Hoi! Oh fuck, da kam der Sensemann. Scheiße! Das ist alles cool. Ja. Ja, guck mal, hast die Dreier wieder gekriegt. Ja, das ist richtig. Wir sind jetzt quasi von hinten gekommen. Ja. Da unten waren wir ja gerade. Genau. Okay, gut. Das heißt, wir haben wieder einen Weg eliminiert. Und wenn du jetzt... Ach, guck mal. Ah, das ist der Flammenwerfer-Typ. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, der Platz, der da unten ist, da müssen wir noch hin. Da würde mich mal interessieren, ob wir die alte... Ich bin da, glaube ich, gestorben. Ja? Oder so. Handy! Ja, ich hab's vergessen, meine Hosentasche zu packen. Das ist ein großer, großer Friedhof, der mir persönlich ehrlich gesagt gar nichts sagt. Okay, der eine große ist verschwunden. Und hier sind ganz viele Wissen des Verrückten, der verrückten Items. Klar, Bro. Der Max ist so ein Penner, ne? Wer? Der Max. Der Hand of Blood, ach so. Der hat mir geschrieben so von wegen, hey, ich bräuchte da mal die Keys, weißt du, für Heroes of the Storm. Ja. Der hat aber momentan das Profilbild von LeFloid. Ja. Ja, und im Handy steht er dann nur, hey, ich bräuchte mal die Keys und mit dem Bild von LeFloid. Ich mir dachte, was will Flo denn jetzt mit den Keys, verdammt? Ha. Das kommt mir aber schon irgendwie bekannt vor, tatsächlich. Hier ein kleines Tor, links ein kleines Tor, in der Mitte ein Tor. Ja, aber wo ist das? Was war das denn? Keine Ahnung. Das klang groß. Wait. Warte, geh doch mal da. Hier bin ich einmal links außen rum gegangen. Ich erinnere mich. Hier war der Flammenwerfer-Typ, der hat uns hier so angesprochen. Ja, eben, dann war da doch wieder das Tor. Da ist das Wappentor dann, quasi. Ja. Hier ist das Wappentor, ja. Aber ja, stimmt, das ist doch der große Platz. Wir haben nur auf den Platz geguckt, aber wir haben ihn nicht betreten. Wie viele Tore es hier gibt.
Ja, schon recht viele. Da hinten wäre noch ein Weg, aber hier sind wir auch noch nicht gewesen. Wahrscheinlich von der anderen Seite oder so. Ach, da ist doch nicht der lustige Typ. Ja. So. Oh nein. Ich glaube, der... wie ekelhaft ist das denn? Was? Okay, viel hält er zum Glück nicht aus, aber das war fucking creepy. Der hat das Hirn ausgesaugt. Aber da sollte eine Leiste hochgehen für Bestien oder Beasts. Quack da. Das ist aber das gar nicht hochgegangen, war. Nee, ne? Das aber da haben wir auch voll den hohen Wert. Worden. Guck mal bitte nach, wenn du gleich Zeit hast. Der Bestientum mit 302. Ist das hoch? Ist viel höher als alles andere, was wir haben. Alter, wo zum Teufel sind wir hier? Kann man das hier von irgendwo sehen? Nee, oder? Ach, hier, ach so, hier ist eine Treppe, die nach unten geht. Okay. Die habe ich auch sofort gesehen. Ah, cool, das Tor. Da brauchen wir bestimmt das Passwort. Hardy ist hinter dem Tor. Oh. Na, guck mal. Ja. Kann man nicht mal irgendein Bullshit eingeben. Das Passwort kennen wir nicht. Das heißt, es bleibt ja im Endeffekt nur noch ein Weg übrig. Praktisch. Ach ja? Ja. Ach ja? Ach ja, komm mal her, komm mal du her, ach ja. Kämpfst du wie ein dummer Bauer, Alter. So, und zwar meine ich den Weg. Achso. Ja, und wir hatten ja ganz am Anfang, hatten wir da nicht auch noch Wege, die wir noch klären müssen? Oder hast du das schon wieder? Nicht, dass ich wüsste. Aber heißt, wir haben momentan nur den einen Weg. Ich kann mich auch vertun. Aber mittlerweile ist alles ineinander übergegangen mit den ganzen Abkürzungen. Ach, ja, stimmt, wir haben ja auch noch die eine Welt. Oh, oh! What the fuck, wieso habe ich den denn nicht gesehen? Weil der da stand, als wäre der eine Statue. Wow. Was ist das denn? Wieso geht das weiter hoch? Ich weiß nicht, ob du den gerade... Okay, jetzt geht's wieder runter. Krass, wie lange das hochgeht. Interessieren, was passiert, wenn das voll ist. Nee, nee. Nee, nee. Besser nicht. Wie schnell der das Ding... Oh Gott. Ja, ich wollte nicht schon wieder nur zurückgehen und dann so eine Fiole benutzen, sondern mir das Leben ein bisschen verdienen. Hat diesmal wenigstens halb funktioniert. Alter, wie ich den überhaupt nicht gesehen habe. Das hat mich mega... Ich habe auch gedacht, der gehört zum Inventar. Nicht mal an die Seiten gucken gehen. Ja, werde ich noch. Ja. Nach der Boss-Sequenz. Oh shit. Könnte natürlich sein. Ja, da oben könnte gut ein Boss sein. Aber der wäre dann vielleicht auch wieder unsere Kragenweite. Ja, nicht so wie der komische Elektro. Wobei, den haben wir nicht wirklich versucht. Ja klar, ich habe alles gegeben, Junge. Ja, hier ist ja richtig viel los. Oh. Ja, wir machen mal einen Spaziergang durch die Welt von Bloodborne. Na, hier sind wieder die komischen Kerzenhalter. Ja, also wer da Steinmetz gewesen ist, der muss sich dumm und dämlich verdient haben. Das stimmt allerdings. Hier könnte man sich fallen lassen.
Könntest du einfach da mal weiter gucken gehen? Jo, könnte ich auch. Da auf dem Haus sitzt eine Krähe. Aber die sitzt ja gut da, wa? Erstmal abchecken, was hier abgeht, Freunde der Sonne. Da ist so ein LOL. Der sieht aus, als würde der Blitzschaden machen. Ja, könnte, der sieht so aus wie so. Könnte wieder ein Jäger sein. Oh, das könnte wirklich ein Jäger sein, wa? Ja. Das wird einer sein. Oh ja. Der hat ein Schild. Was ist dem Schaden? Shit. Scheiße. Fand er nicht so bei einem. Wobei. Achso, da sind zwei Jäger. Okay. Alright. Links war ja auch noch ein Weg. Wait, what? Ja, da waren zwei Jäger. Die sind, glaube ich, nicht so einfach. Okay. Alright. Easy peasy, meinst du? Der andere Weg sah viel einfacher aus, wo wir uns gedacht haben, boah, das ist nur ein Boss. Mach ich jetzt. Ja, es gab auch noch einen Weg links rum. Ja, ich mach trotzdem den Boss. Da müssen wir uns auch nicht um die 12.000 Seelen sorgen machen. Stimmt. Die waren ja auch noch da. Kann man außerdem da sind da jetzt so zwei, drei Gegner bestimmt respawnen. Es könnten sogar alle sein. Hey, guck mal. Hallo, schöne Frau. Aber ich habe nicht viel. Da lässt sich sicher was einrichten. Mein Blut geben. Nee. Aber würdet ihr das Blut einer Hure annehmen? Safe! Oh, gut. Kommt her, Schätzchen. Was? Keine Sorge, das ist nicht das erste Mal. Interesting. Was sagt uns denn die Itembeschreibung? Beziehungsweise, was sagt die Olle noch? Oh, hallo. Es tut mir leid, Schätzchen. Ihr seid zu gierig. Ich habe nicht so viel Blut, okay? Ja, okay, Schätzchen. Halt GP und beschleunigt Ausdauererholung. Wow. 1 von 1. Blut von Ariana, einem Freudenmädchen im Kathedralenbezirk. Das süße Blut von Ariana erneuert GP und beschleunigt für kurze Zeit die Ausdauererholung. Ein Mitglied der alten heilenden Kirche würde wissen, dass ihr Blut genau dem entspricht, was einst verboten war. Ich glaube, das sollten wir nicht einfach in uns reinpfeifen. Okay, erstmal einen Schluck nehmen. Ich finde es schade, dass es hier keine bestimmte Kameraperspektive gibt. Ja! Wir haben ja erst 12 Stunden gespielt. Moment, welche denn? Wir haben ja nur eine. Das stimmt. So. Das heißt, warte mal da und dann hier an der Tante vorbei. Ihr. Nee, falsch. Müssen wir jetzt nicht hier rechts hoch zu dem Wappen? Das ist ja Umweg. Wofür habe ich denn die ganzen Shortcuts freigeschaltet? Erstmal, woher kommt denn dieser Weg? Ich wollte gerade fragen, wann du das hier freigeschaltet hast. Gar nicht. Das ist ein Aufzug. In der Tat. Den habe ich aber nicht freigeschaltet. Hui! Wenigstens für. Da ist eine große Truhe. Ach, das ist eine Truhe? Da ist ein verrückter Spasti. Ah, das ist einer im Rollstuhl, na klar. Ja, mein jetzt. Rausrennen. Ja, den killen. Okay. Da
so, ich dachte, das wäre wieder so ein Jäger-Typi. Voll der coole Typ, ey. Wie drehen die jetzt alle am Rad, Sack oder was? Mit einem geilen Minigun. Sieht safe aus. Kommunion. Ey, stand da nicht auch was von in dem einen Text hier, wir sollen zur Kommunion gehen? Mhm. Ach, guck mal direkt hier. Also eine Rune. Ah, eine Rune. Carol Bergenworth Runenschmied hinterließ dieses Symbol. Mehrere Runen wie Kommunion beziehen sich auf Blut. Sie erhöht die maximale Anzahl an Blutfiolen, die getragen werden können. Diese Rune repräsentiert die heilende Kirche und ihre Pfarrer. Blutbehandlung ist das Streben nach Kommunion. Aha. Das wäre schon ganz schön geil. Ja, wobei mehr ja, ist stimmt eigentlich. Die Frage, wie viel mehr. Und können wir beide nehmen? Das wäre cool. Oder nur eins davon? Oder wer bist du eigentlich? Und warum werde ich schon wieder beschossen? Tja, deine Lunte war genauso kurz wie meine. Nice. Ist ja ein Granatwerfer. Nee, das ist. Das ja, doch, irgendwie so was, oder? Der hat ein normales Schießgewehr. Sollen wir jetzt hier weiter? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, komm, 3, 2, 1. Die wollen bestimmt, dass man schnell da reinrennt. Werkstatt. Das ist die Werkstatt! Oh, hey, guys. Oh, mit dem Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Nein, ich hab... Oh Gott. Was hat es gedrückt? Aus Versehen Dreieck und Kreis. Achso. Meine Finger sind zu fett. Links von dir? Uiuiui. Give it to me, baby! Aha, aha! Blutfärbungsedelstein. Hm. Können wir bisher noch nicht benutzen. Was willst du? Erinnerst du dich an Gegenstand? Da. Jo, gehen wir mal nach oben und statten Opi mal einen Besuch ab. Achso, da fällt mir ein. Laterne fehlt noch. Zeit für Fernwaffen? Warum? Weil da einer mit einer geilen Minigun steht. Ja, weil der mal wieder durch die ganze Einrichtung da knödeln kann. Ja, der muss doch immer mal nachladen. So wie jetzt gerade? Ja, hat der schon. Ja. Ich glaube, der fängt jetzt direkt wieder an zu schießen. Hallo? Nicht schneller als der. Er soll zu. Aber das war nicht der, der uns da draußen Stress gemacht hat. Nee, die sind jetzt wahrscheinlich da draußen. Oh, der ist bestimmt noch da unten. Ist er nicht. Achtung. Oh! Holy shit. Hallo. Boah, den hatten wir lange nicht mehr. Das stimmt. Jawohl. Gib mir Fiolen. Jawohl. Jawohl. So, OP. That's the way. Aha, aha. I like it.
Oh, mit ihm fallen 4 Patronen. Aber da kurz nichts dran ändern. Also langsam und sicher bewegen wir uns die Werkstatt nach oben, was uns eigentlich am Anfang schon nahegelegt wurde. Ja, ne? Ich habe allerdings keine Ahnung, warum auf einmal dieses Tor auf war in der Kathedrale. Oder ob das Tor die ganze Zeit auf war. Dann wären wir beide blind gewesen, aber ich will jetzt einfach mal hoffen. Aber das ist einem jetzt so ins Auge gestochen. Ja. Jetzt nicht runterfallen. Ich glaube, du musst tatsächlich von hier da. Nein. Jawohl. Da steht einer im Nebel. Und da sitzt wieder Opi. Patrouilliert hier noch einer? Nee, aber hier gibt es ein Item. Und dann kann man nicht Eis. Dickes Kaltblut, Stufe 6. Gibt uns wahrscheinlich Seelen. Ja. Ja, was? Oh. Himmel und Kosmos sind eins. Der Chor. Haha, der Chor. Zeit für verborgener Fahrt. 12 Bewertungen. Höchstens rechts von dir ist da eine Leiter. Sieht nicht danach aus, ne? Nein. Wo soll denn hier ein verborgener Pfad sein? Also hier auch springen oder so bringt ja auch nichts. Ah ja. Fuck them. Ja, ich weiß nicht, was das da für... Ach, wobei, das ist doch normaler. Oder was hast du denn vor? Arsch. Achtung, da kommt der Nächste. Ihr seid verflucht. Oh, wie viele Kugeln wir mittlerweile haben. Muss ich mir öfter benutzen. Das geht nicht. Tuha. Wieso sind die Sachen eigentlich in der Truhe und liegen nicht einfach nur rum? Weiß ich nicht. Oh, Schwertjägerabzeichen. Jägerabzeichen. Eines der von der heilenden Kirche hergestellten Abzeichen. Das Strahlenschwert zeigt die Erben nach dem Willen Ludwigs. Diese Jäger, auch bekannt als heilige Klingen, sind die Überreste einer alten Linie von Helden, die auf ein sehr frühes Zeitalter der Ehre und Ritterlichkeit zurückgehen. Aha. Aha. So, so. Guck mal hier, ist für die Versammlung. Bingo! Aber der hier hat einen Schnabel. Achso. Oh, cool, da ist schon wieder so ein. Hey, Moment. Will ich nicht sehen. Jawohl, Junge, lass deinen Frust raus. Diese Uhren, die stinken alle hart nach Kerzenwachs. Da ist kein Item hinter.